Die Pathologie an der UMG ist mit etwa 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ganz verschiedenen Berufsgruppen sicher das größte pathologische Institut im Umkreis von 100 oder 120 Kilometern. Wir sind als bislang einziges akademisches Institut in Deutschland voll digitalisiert. Das heißt, alle Arbeitsschritte bei uns sind barcode-basiert oder digital und soweit es geht auch automatisiert. Wir bilden unseren medizinischen Nachwuchs aus. Also wir trainieren und bilden aus die Ärztinnen und Ärzte von morgen. Wir sind ein wichtiger Partner im Onkologischen Spitzenzentrum, unserem Comprehensive Cancer Center, wo wir uns aktiv an allen anfallenden Aufgaben, den Tumorboards und insbesondere dem molekularen Tumorboard beteiligen. Und wir haben im Hinblick auf dieses molekulare Tumorboard eine sehr stark aufgestellte molekularpathologische Abteilung, die mit modernsten Methoden, teilweise robotischen Verfahren im Hochdurchsatz komplexe molekulare Analysen durchführt. Die Abläufe in der Pathologie sehen so aus, dass die Proben, die an uns kommen, zunächst über eine Speziallösung fixiert werden müssen, damit sie nicht verderben. Dann werden sie in Wachsblöckchen eingegossen und werden damit härter und können dann mit speziellen Messern geschnitten werden in hauchzarte Gewebeschnitte, die auf Glasplättchen, sogenannte Objektträger, aufgezogen werden. Und die werden dann mit einem besonderen Verfahren angefärbt und können dann unter dem Mikroskop betrachtet werden. Und solche Spezialverfahren sind zum Beispiel sogenannte immunhistochemische Färbungen. Und aus dem resultierenden Muster gibt uns das Rückschlüsse zum Beispiel über den Ursprung einer bestimmten Zelle. Das hat für die Therapie sehr große Auswirkungen. Die Digitalisierung dieser histologischen Schnitte, das ist scheinbar nur eine kleine Änderung im Arbeitsablauf, hat für uns aber ganz große Auswirkungen. Und es wird uns in Zukunft auch ermöglichen, Verfahren der künstlichen Intelligenz mit anzuwenden, die uns bei unserer Diagnostik unterstützen, die Entscheidungshilfen geben, die uns dabei helfen, quantitative Auswertungen zu machen, sehr exakte Messungen durchzuführen und damit die Präzision in der Diagnostik weiter zu erhöhen.